Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Naruto Ninja Storm 3. Wir haben ja hier mitten kurz vor dem Kampf von Minato gegen den maskierten Mann aufgehört. Den Geheimtipp haben wir ja noch vorgelesen und sobald ich hier Start gedrückt habe, springen wir auch mitten ins Geschehen. Also genau da, wo der Kampf eigentlich geendet hat, geht's jetzt weiter. Und los geht's. Oh, Geheimaktion. Ups. Nur was soll ich drücken? YYB. Da kriegt er mich natürlich nicht. Und jetzt hier noch eine schöne Combo. So, noch ein bisschen Chakra aufladen. Wir müssen ja immer noch mit so und so viel gewinnen. Aber da wollte ich ihn packen. Habt ihr vielleicht gesehen. Hier, dem bin ich ausgewichen. Oh! Hab zwar noch die richtige Richtung mitbekommen, also den Teleport sozusagen hinterher. Und jetzt müsste das mit der Combo, müsste der Kampf wenigstens enden. Ja. Sasuga Yondaime Hokage. Kono ore ni tekizo kure. Kyubi o hiki hanasu to wa na. Daga Kyubi wa izure ore no mono ni naru. Ore wa kono yo o suberu mono. Yari no wa ikura demo. Auch hier haben wir die Bonusanforderungen abgeschlossen. Bekommen deswegen hier auch den Rang S. Sehr schön. Hier noch ein bisschen Geld, damit man sich auch halt Musik und alles Mögliche kaufen kann, wie immer in Naruto Ninja Storm. Erfolgsrate von den Quicktime Events 14 von 14 plus den Geheimfaktor, den einzigen in dem Kampf, haben wir auch mitgenommen. Gibt natürlich massig Erfolge. Und hier kriegen wir Points. Bis zur nächsten Stufe brauchen wir noch ein paar Tausend. 2500, um genau zu sein. Aber das kommt eh alles von alleine. Und hier haben wir einen Titel. Der Ritterliche. Und der Krieger. Ah, die Naruto-Infokarten, die gucke ich mir vielleicht später noch an. Da muss man sich die komplett durchlesen. Ist auch immer ein sehr schönes Feature. Also es gibt hier viel Fan- noch Informationen und alles in den Extras freizuspielen. みんなとか。4代目。分かってる。 迫る脅威にただの一度も臆することなく。大丈夫、カイ。大切なものを守るため最後まで戦った。ここまではなんとかできた。けど、俺のチャクラはもう。
ず止める。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は。これは英雄の物語。最後まで諦めない。私の愛する英雄の物語。Prolog, Angriff des neuen Schwänzigen. Fertig. Kämpfe mit Hilfe gegen schwere Gegner. Mit LB oder RB rufst du einen Hilfseinsatz. Wenn du deine Teamanzeige auflädst, erhältst du einen, also diesen stärkeren Angriff, beziehungsweise erhältst ihn öfter. Dem Shop wurden neue Items hinzugefügt. Möchtest du speichern? Na klar. Das ist hier die Anleitung zum Sieg. Unten sieht man wenigstens schön mal einen Ladebalken, auch prozentual und Durchlauf. Eiyu. Doukei wo seoi. Kibou wo motarasu.いかに死地を歩もうとも、いかに苦境に立とうとも、燃ゆる意志はなおも高ぶり、信ずる者がために核も戦う、その者英雄。日々が経ち、過去が未来に転じるとも、その名は微塵も朽ちることなく、新しき時代に轍を残し、混迷の世に今一度名は継がれる、その者英雄。歴史に刻まれし新風、その名は。ラーメン、ラーメン。しかも、かかし先生のおごり。嬉しいってばよ。ま、お前もさくらも復興作業に頑張ってるからな。たまに部下をねぎらうってのも上司の役目でしょ。サイも来られたらよかったのにね。用事があるんじゃ仕方ないさ。次の機会だな。大丈夫だって、サイの分まで俺が食べてやるからさ。いや、何が大丈夫なのよ。とにかく楽しみだってばよ。しかし、その様子を見てると木の葉を救った英雄とはとても思えないな。げ、かかし先生もそれ言うのかよ。この頃どこ行ってもそれ言われてさ、こそばい食って仕方ねえんだけど。ま、お前が里を救ったのは事実だろ。人ってのは何かとヒーロー役を立てたがるもんなのよ。て、そんなことどうでもいいか。今は1分1秒でも早く一楽に到着する方が大切だってばよ。だな。待っててね、ラーメンちゃん。ほんと、どんだけよあんたのラーメン好きは。Ja, so ist der gute Naruto.
schon immer gewesen und wird auch immer so bleiben. Und man kann endlich wieder frei rumlaufen. Das hat mir so gefehlt in dem letzten Teil, dass man die Stadt hier auch ein bisschen erkunden kann und halt die ganzen Nebenmissionen machen kann. Frei bewegen. In einigen Szenen der Hauptgeschichte kannst du freie Bewegung nutzen. Mit freier Bewegung kannst du hingehen, wohin du willst. Du kannst die Umgebung erforschen, Gespräche führen und alle möglichen Ereignisse erleben. Das war genau das, was die Ninja Storm-Reihe für mich eigentlich ausgemacht hat und weshalb es nochmal so ein viel besseres Feeling gegeben hat, um hier in diese Story mit reinzukommen. Figurensymbole werden über den Köpfen von Charakteren angezeigt, mit denen du sprechen kannst. Sie weisen auf das Ereignis hin, das eintritt, wenn du dich mit dem jeweiligen Charakter unterhältst. Ein Ausrufezeichen ist ein Ereignis, das zur Weiterführung der Hauptgeschichte, also Hauptereignisse in der Geschichte beiträgt. Eine lilane Shift-Rolle bzw. die Ninja-Werkzeuge ist ein Ereignis, bei dem du Aufträge annehmen kannst. Es gibt noch viele andere Symbole. Wenn du eines noch nicht kennst, sprich mit dem jeweiligen Charakter. Es gibt drei Kartentypen. Bei freier Bewegung siehst du oben rechts eine Karte, die den aktuellen Standort zeigen. Mit der Back-Taste kannst du zu einer Bereichskarte umschalten. Über das Startmenü gelangst du zu einer Karte der kompletten Ninja-Welt. Nach manchen Ereignissen in der Hauptgeschichte speichert das Spiel automatisch. Außerdem kannst du bei Speicherpunkten speichern, die in jedem Gebiet zu finden sind. Das ist der Briefkasten. Du kannst bereits gelesene Tutorial-Nachrichten erneut lesen, indem du im Startmenü die Option Tutorial wählst. Wenn du vergisst, wie irgendwas funktioniert, lies es einfach im Tutorial nach. Gutscheine verschaffen dir Rabattpreise. Benutze vor dem Einkaufen einen Gutschein, damit der Preis und die Summe auf dem Gutschein reduziert wird. Gutscheine sind im Werkzeugladen, bei Händlern und in Warenhäusern gültig. So, jetzt haben wir hier alle möglichen Infos mitgenommen, die wir kriegen können. Und dann möchte ich mich zuvor noch einmal bei der guten Theresa bedanken, die mir wieder mal dieses wunderbare Thumbnail gemalt hat. Das Bild ist wieder mal unglaublich toll geworden. Ich finde das richtig geil. Vielen Dank dafür. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ist eine wirklich tolle Zeichnerin. Und ja, wir legen jetzt hier weiter los mit Naruto und nehmen natürlich auch hier alles mit, was wir kriegen können. Deswegen müssen wir auch mit diesen kleinen Kindern hier reden. Der Junge sagt, hey Naruto, wie geht es dir? Das ist aber sehr nett. Das wollte er mir sagen. Ich dachte, ich kriege jetzt was Tolles. Nein, er möchte nur fragen, wie es mir geht. Ich kann ihm aber auch nicht antworten. Kann ich sagen, dass es mir gut geht. Er möchte das Shuriken-Jutsu lernen. Ich will so schnell wie möglich groß und stark werden, damit ich mit dir gemeinsam Missionen erledigen kann. Ja, das wollen die Kinder alle. Okay, also das sind halt keine Missionen, sondern nur Ninja, die mit einem sprechen möchten. Das natürlich auch ganz interessant ist, wenn man sich auf die Story noch einlassen möchte und halt ein bisschen Hintergrundinformationen. Also wir sollen jetzt aber erstmal laut Missionen zu Iraku Nudelsuppe essen. Wir müssen uns einfach nur aufteilen. Du übernimmst den Norden, ich den Süden. Seufz, das wird fürchterlich. Was seufzt ihr beiden denn? Ach, Kakashi hat eine Stimme. Kakashi, wir müssen reden. Da keine mehr. Aber sie bringen die Vogelhäuser neu an, das seht ihr ja selbst. Okay, die wollen das nicht vorlesen, die machen nur ihre Geräusche. Also hier geht es natürlich dann um die Briefkästen bzw. den Brieftaum, damit man unterhalb der Städte kommunizieren kann. Und da jetzt der Wiederaufbau ansteht, soll die Anzahl der Vogelhäuser dabei gleich erhöht werden. Aber das ist eine Menge Arbeit und das Dorf ist riesig. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles schaffen. Naja, wir könnten ja eins für euch übernehmen, wenn ihr wollt. Wirklich? Meinst du das ernst? Aber was ist denn mit den Nudeln? Stell dir einfach vor, das wäre deine letzte Aufgabe, bevor du losziehst, um Nudeln zu essen. Ach, na gut. Danke, Naruto. Also Kakashi, euer Team kann das Vogelhaus bei Konoha-Tor einrichten. Wir kümmern uns um den Rest. Oh, ein Fass. Oben das Material ist in diesem Topf. Vergiss nicht, es mitzunehmen. Verstanden. So, wir sind dann wirklich dankbar. Ja, jetzt müssen wir das Material holen und danach zum Tor gehen. Hier ist auch die Vogelhäuser einrichten Mission. Izumo und Kotetsu wollen, dass wir... Begib dich im Auftrag von Izumo und Kotetsu zum Konoha-Tor und errichte ein Vogelhaus. Ja, wir haben Vogelhausbauteile genommen. Wir haben das Fass dabei zwar zerstört, aber es war ja da drinne.
Einige der Objekte können unterwegs untersucht oder zerbrochen werden. Unter Umständen bekommst du auf diese Weise Items. Deshalb solltest du dir solche Objekte genau ansehen, wenn du sie findest. Manchmal gerätst du so allerdings auch in unerwartete Gefahr. So, das mit dem Material wäre erledigt. Jetzt müssen wir zum Haupttor. Hier kann man sich auch nochmal alles schön angucken, wie die Stadt im Wiederaufbau dann aussieht. Langsam ist sie auch kaputt gegangen. Vielleicht langsam in dem Kampf ist natürlich einiges geworden. Hier haben wir Shikamaru. Glauben Sie nicht, dass wir Pain getötet haben oder ausgeschalten haben. Ja, undankbar, den Helden hier nicht zu feiern. Viele kleine Ninja-Kids sind auch unterwegs. Kann ich hier auch diesen Dash machen? Nein, also höre ich auf zu springen. Denn Springen ist langsamer als Laufen in dem Spiel. Umgebungsmäßig ist das schon wirklich alles sehr toll. Ich glaube, hier haben wir den Laden. Hier ist Tenten. Ah, endlich habe ich es geschafft, meine Ninja-Werkzeuge zu ersetzen. Es ist nicht einfach, in solchen Chaos Sachen zu besorgen. Dafür war viel harte Arbeit nötig. Also da hat sie gerade ihre Sachen gekauft. Wir schauen auch mal rein. Und während wir uns an den Laden hier genauer unter die Lupe nehmen, verabschieden wir uns auch aus diesem Part und hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Naruto Ninja Storm 3. Macht's gut, Leute!